Hallo und herzlich willkommen zurück. Back. Wir müssen uns entschuldigen, da wir uns in der letzten Folge nicht verabschiedet haben. Ja, das tut uns wirklich leid, nur ich hatte einen Minecraft-Abschmierer und auf einmal konnte ich mich einfach nicht mehr entschuldigen. Genau. Und, also verabschieden, so rum. Und wir bauen jetzt einfach hier weiter. Nein, ich hack mir erst den Kopf ab. Oh mein Gott, er hackt sich den Kopf selber ab. Schlimmer als Saw. Hier in Minecraft. So, und ich glaube, Spark of Phoenix nimmt einfach nicht an. Immer noch nicht. Seit 3 Stunden nerven wir den. Ach, da waren 2 Minuten zwischen den Aufnahmen. Gar nicht. Okay, 7. Hast du jetzt Glas mitgebracht? Liegt in deinem Inventar. Yay. Mann. Aber ich würde sagen, hier kommt auch nicht jedes eine Glasscheibe rein. Hier zum Beispiel nicht. Hier nicht. Genau so. Glas. Wow. Ich würde sagen, du setzt das Glas, ich mach mal die Bar. Okay. Ich bin gerade hochgeflogen. Okay. Und aus was mache ich die Bar? Ich mach die aus Ficht. Nee, ich mach die aus Kabel. Hol das Glas. Mist auf. So, Glas. Werkbank. Bam. Ein bisschen Glas hier, ein bisschen Glas zu viel. Bam. Glas kann man nicht mehr mit Behutsamkeit abbauen, gell? Oder? Doch. Oder ja? Nicht? Weiß ich gar nicht. Ich glaub wir schon. Probieren's. Bam. Der Test. Behutsamkeit. Das ist der Beweis. Ja, funktioniert. Also, das hab ich schon gesagt. Der Beweis wurde erbracht. So, genau. Ah. Hau doch nicht das Glas kaputt. Ma. Und vor allem, das passt auch noch so. Voll die lange Bar, ey. Ja, die ganze letzte Reihe hier wird Bar. Ma, bau viel zu viel. Weißt du, so Angebote. Immer hier so in der Reihe. Musste ich erstmal durchkämpfen durch die ganze Masse, um die ganzen Angebote zu lesen. Ach, Angebot kommt hier ein Schild hin. Hier kommt ein Schild mit Bier. Also irgendwie bist du bei mir unsichtbar. Lustig. Du Arschloch. Okay. Hallo. Hörst du jetzt auf? Du darfst nicht hinter die Bar, du bist nur ein Gast. Ab, weg, Denk dran, meine Rache ich wird... Ich rejoine mal. Meine Rache wird unaushaltbar. Unaushaltbar? Oh ja. Meine wird schlimmer. Nee, glaub ich nicht. Ah, da ist der Typ mit der Pfeil in der Fresse. Gar nicht. Oh mein Gott, doch. Kennst du nicht der Pfeil in der Fresse? Der Gerät oder was? Ja, ja. Der Supergerät. Schmeißfrei. Bar nicht bis ganz hinten, Bar nicht bis ganz hinten. Warum? Wegen. Toilette einbauen. Das auch. Also ich glaube, wir machen hinten einfach gar keine Fenster. Weil hier kommt so ein Regal hin, oder? Oder soll ich die Regale nochmal aufteilen? Hier so. Oder warte, ich mach das im Dreierabstand. Hä? Hey, was machst du jetzt da? Regale hinten. Ja, aber... Und da oben drauf kommen dann Brewing Stands. Okay. 3. Ich wollte jetzt... hast du noch eine Werkbank? Ja, da hinten. Da hinten, ja. Aber Fenster kommen trotzdem nicht rein, sonst sieht das total unsymmetrisch aus. Wow. Also in die hintere Wand. Hm. Ich mach trotzdem schon mal ein paar Treppen. Was für Treppen? Kabel. Habe ich. 30. Ist zu spät. Okay. Weil ich weiß. Ich zieh mal die Fenster hinten raus. Nee, ich habe keine Behutsamkeit. So, okay, ja gut, sieht in Ordnung aus mit dem Regal.
Das hier wird unsere kleine Bar. Und hier vorne kommen nur noch Tische und Stühle rein, ne? Aber hier kommt noch eine zweite Etage drauf, oder? Ja, deshalb. Da wollte ich schon mal eine Treppe hochbauen. Und die zweite Etage kommt dann aber auch einen Block nach außen sozusagen, der Ring. Dann mach erstmal hier die Dings. Die Wand dahin. Ja, okay. Aber hier muss noch ein Klo hin, oder? Wir machen das eine Etage tiefer, das Klo. Ja, genau. Mach unter der Treppe nach oben. Eine Treppe nach unten. Genau. Und da kommen die WCs rein. Aber ich weiß nicht, wo ich die Treppe nach oben hinmachen soll. Ich hätte sie jetzt hier hin gemacht, weißt du? Ja, mach die von hier. Warte, hier fängt die Treppe an. Also da die erste Stufe und dann nach oben. You know? Ja. Gut. Hier ein Ding reinsetzen. Was war das nochmal für eine Zeit? 40. Ja. Gut. Ja, das. Und wo ist die Treppe? Wo ist denn die Decke überhaupt? Die Decke ist auf der Höhe. Okay. Also so. Machen wir Decken. Oh mein Gott, Avira, dräng dich nicht in den Vordergrund. Machen wir so, Decke ist Boden, oder? Ich glaube mal, hier ist es relativ egal. Machen wir Fichte, ja, oder? Ja, Decke ist Boden. Ja. Dann genau. Tausch mal dein restliches Fichtenholz. Ja, mach das. Schmeiß es das da rein. Das schicke ich dir doch gerne. Eine Etage kommt dann einen breiter. Nur nach vorne und nach hinten ein breiter oder ganz rundherum? Mir egal. Dann ganz rundherum. Ne, die Treppe muss noch einen nach hinten. Sieht das scheiße aus. Die Treppe. Ja, wir müssen nachher hier rumgehen und den ganzen Dirt entfernen, ey. Also du. Denk an meine Rache. Das ist meine Rache. Du musst den Dirt entfernen. Oh. Denk an meine Rache. Deine Rache gibt's nicht. Ah! Och. Kein Birkenholz. Oh doch. Sie wird kommen. Ey, ich hab kein Eichenholz mehr. Wie wär's mit hier ins Lager? Erstmal die Erde hier wegmachen. Erde weg. Erde weg. Die Treppe, ja, die kann ich auch wegmachen, muss ich nachher neu setzen, weil ich da eh nicht mehr hochkommen würde. Ja, aber guck mal von außen. Von außen sieht schon mal nice aus. Ich guck von innen. Sieht auch nice aus. Hä? Ja. Ab ins Lager. Mit J. Lager. Hatten wir das nicht mal irgendwie ganz am Anfang? Ich glaube. Lager mit J. Ja. Oh mein Gott, haben wir wenig Eichenholz nur noch. Wir dürfen bald wieder Holz sammeln gehen. Dauert ja auch so lange. Ja. Ah. Seitwärts aus der Tür rausgekommen. Nice. Oh. Aber sieht nice aus, wenn man aus dem Haus rauskommt, dieses Riesengebäude da. Also relativ riesen. Aber ich meine, wir müssen mal eher in dieser Dimension denken. Dann passt es auch ein bisschen mehr alles zusammen, so aneinander halt, weißt du? Mhm. So die Gebäude, die bis jetzt klein sind, sag ich mal, die bleiben auch so. Die ändern da jetzt nicht extra. Okay. Aber die Gebäude, die kommen, die werden... Genau. Heute ist Feiertag und heute ist genauso wie sonntags auf ProSieben so total unnötige Filme. Da kam einmal Herbie, ich mag Herbie, aber ja, Herbie trotzdem ist es ein unnötiger Film eigentlich, so ja. Kann man so betiteln, sag ich mal. Und dann kam da ein Film, wo ein Typ in dem Körper von einer Tusse steckte und die Tusse in dem Körper von dem Typen. Und dann haben die sich gegenseitig die ganze Zeit sabotiert. Hm. Weißt du? Die Tusse hat in dem Körper von dem Typen Schluss gemacht mit der Freundin. Was macht der Typ? Steigt auf dem Motorrad von dem Typen, sagt zu der Tusse, die in dem Typenkörper ist, sagt so, ach so, heute wird ein großer Tag für uns, sagt er, warum?
sagt der Typ im Körper des Mädchens, du verlierst halt deine Jungfräulichkeit. Oh. Den Film kenne ich, glaube ich. It's a boy-girl thing, irgendwie so hieß der. Ach, warum habe ich den nicht geguckt? War eigentlich nicht schlecht, aber trotzdem so ein totaler Schwachsinn, ey. Ich wollte noch mit meiner Freundin gucken. Du hast eine Freundin? Ja. Ich dachte, du wärst schwul. Ich glaube, ich sollte... Was war immer mit deinen Augenzwinkern hier bei mir, daheim? Ja, jetzt sagst du ne? Ich glaube, ich sollte gehen. Ich glaube, mein Haus, ich finde dich sowieso. Nein. Ich kann nie wieder schlafen. Ach, ich habe Spätschicht. Sollen wir Mossy Stone im Klo machen? Ja, na lecker. Okay. Rein für den Gag kannst du die benutzen, okay? Man benutzt die sonst eh nicht, man hebt die auf. Benutze. Ma. Ja, runtergefallen. Zum Glück hast du eine Treppe gebaut. Mossy Stone. Finde ich nice. Machst du auch mit Papierspender und allem? Ja, ja. Nice. Zapp. Aber für die Spender. Das gucken wir erstmal die Spender. Also müssen wir auf die 1,5 warten. Was für Spender? Der Dispenser? Fehl dir mal bitte. Ich habe keinen Pfeil mehr dabei. Oh, irgendwie sind meine Minecraft-Sounds gerade abgeschmiert. Ja. Aha. Aber egal, in 4 Minuten ist ja eh Folgenende. Von daher ist es nicht so tragisch. Dann kann ich nochmal restarten. 3, 4. So. Also, was wollte ich jetzt, Mossi? Ein Dispenser. Ja, das kommt auch. Dann brauchen. Haben wir welche? Bestimmt nicht, oder? Ne, glaub nicht. Aus Bogen. Ja, ich weiß. 3 Bögen. Aber ganze. Ich weiß, hab ich. Warum mache ich da überall zu viel? Okay, dann machen wir eins mehr. Stimmt, Redstone brauchen wir auch noch. Mann. Warum sagst du mir das nicht? Hab ich. So nicht. Was machen wir eigentlich aus dem Lavasee? Weiß ich noch nicht. Machen wir den leer oder machen wir da irgendwas raus? So ein Badehaus. Hab ich mir auch schon gedacht. So ein Lava-Badehaus. Nee, es gibt doch diese Quellen. Ja, über der Lava Glas und dann eine Schicht Wasser. Und das ist dann der Pool. Ja. Könnte man machen. Ja, warum nicht, ne? Aber ich glaube, mit dem Klo fange ich im nächsten Part an. Wir haben noch gar kein Klo in unserem Haus. Wie kannst du uns das antun? Ja, das ist mir relativ scheißegal, wo du kacken gehst. Okay. Hauptsache nicht in unserem Haus, ne? Dafür hast du jetzt das Gasthaus. Nein, dafür habe ich jetzt dein Zimmer. Ja, du willst nicht wissen, was ich in deinem Zimmer schon angestellt habe. Ah, doch nicht. So. Kannst froh sein, Minecraft abgestürzt. Yay, bevor er mein Zimmer kacken konnte. Zieh ich die Linie rein. Bam, 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 bam. Bam. Warte mal. Okay, ich warte. Was soll ich denn sonst anderes machen? Weiterbauen oder was? Nee, wenn du weg bist, dann warte ich und beweg mich keinen Zentimeter. Und Astu ist weg. Jetzt kann ich über ihn lästern. Astu ist kacke. So richtig, richtig kacke. Astu ist kacke. Und wenn ich ihn so kacke finden würde, würde ich auch kein LP mit ihm machen zusammen, ne? Richtig. Also, jetzt habe ich gedacht, ich habe Zeit und könnte ein bisschen erzählen, aber okay, bist wieder da. Du keine Zeit. Wie gesagt, Astus Projekte, höchstwahrscheinlich Portal, er sucht sich noch ein paar Sachen raus. Nicht zu viel erzählen. Was? Nicht zu viel erzählen, wir haben nur noch 10 Sekunden. Und mein Projekt Burnout Paradise City und Mass Effect Reihe, also Mass Effect, spreche ich mich noch mit Astu ab, wie genau wir das jetzt machen. Ich zock dann 4. 4? Oder den vierten Teil von Mass Effect? Den vierten Teil von Mass Effect. Ah! Ich habe nur Zisch gehört.
Okay, ja. Gut. Ja, ich glaube, wir machen ein, zwei mache ich, dritten Teil wechseln mit irgendwie, also wir finden schon irgendwie eine Lösung. Ja. Also ich würde mal sagen, bis zum nächsten Part und wir sehen uns in den anderen LPs, die wir noch vorhaben. Auf jeden Fall. Und damit kommentiert, abonniert und teilt unser Video. Oder seid einfach richtig faule Säcke, die unsere Arbeit nicht zu schätzen wissen, die uns jeden Tag gucken, aber die Arbeit nicht zu schätzen wissen und helft uns einfach gar nicht. Zu faul sind, um einen Knopfdruck zu machen. Wenigstens einen Daumen hoch. Ihr müsst es ja noch nicht mal zu euren Freunden sagen. Ihr könnt es auch verschweigen, weil es euch peinlich ist oder so. Aber einen Daumen hoch. Das aber dafür kacke ich auch in Novaks Zimmer. Und damit tschüss. Okay, scheiß auf die Zuschauer. Ich will keinen Daumen hoch. Wehe, macht einen Daumen hoch. Ich will nicht, dass in mein Zimmer gekackt wird. Tschüss.